Oh mein Gott, ich habe so eine gute Idee. Wie wäre es, wenn ich ab sofort Facecam-Videos mache? Dann brauchen wir aber auf jeden Fall noch eine Kamera. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Im heutigen Video will ich mir ein paar Sachen bei Amazon holen, im Wert von vielleicht ein paar 100 Euro. Und zwar will ich für mein Gaming-Setup mir Sachen holen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und schreibt mir gerne Verbesserungsvorschläge in die Kommentare, denn ich will ab jetzt, das wird wahrscheinlich der zweite Teil von meinem Gaming-Setup-Aufbau sein. Ich habe auch vor, vielleicht irgendwann mal in nächster Zeit mich zu zeigen mit Facecam und so. Aber auf jeden Fall bestellen wir heute ein paar Sachen für das Gaming-Setup. Und wenn es dann ankommt, tue ich das Ganze unboxen und dann das Ganze mit euch aufbauen. Und dann nehme ich euch da so mit, weil ich will allgemein mein Zimmer richtig schön herrichten auf Gaming. Immer angelehnt und dann werde ich mich auch von vielleicht den ein oder anderen größeren YouTuber inspirieren lassen, was das angeht. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir. Also ihr habt ja im letzten Folge gesehen, dass ich ziemlich wenig RGB habe. Also nicht wenig, aber da fehlen auf jeden Fall noch LED-Stripes. Deshalb suchen wir uns jetzt welche mal raus. Ich habe gehört, diese von Goovy sollen sehr gut sein. Es gibt hier 5 Meter RGB LED Stripe von Goovy. Ich würde sagen, wir legen uns mal eins in den Einkaufswagen. Nein, danke. Und jo, ist im Einkaufswagen drin. Jetzt bin ich schon 20 Euro ärmer. Aber ja, dann würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall weiter. Ich gebe mal ein hier Gaming Setup Deko und schau mal, was hier uns angezeigt wird. Auf jeden Fall ist mein Mauspad ein bisschen abgenutzt, deshalb muss ich schauen, ob ich es irgendwie sauber machen kann oder ob ich mir ein neues hole, falls man es nicht mehr so richtig gut sauber machen kann. Auf jeden Fall, diese Game Over Lampe gefällt mir sehr. Ich würde sagen, das mache ich jetzt auch mal in den Einkaufswagen. In den Einkaufswagen, sehr gut. Dann schauen wir mal, ich gebe mal dahinter RGB ein. Und schau mal, was dann so kommen wird. Monitorunterstützung brauchen wir nicht. Aber wenn wir schon von Monitorunterstützung reden, ich glaube, ich brauche Monitorstände für 2 Monitor. Monitorständer, 3 Monitore. So eine Halterung wäre ganz gut. Hier, das ist leider nur für... Ah, schade. Das ist leider nur für einen Monitor. Nochmal Monitorhalterung. Die sind alle ziemlich teuer. Ich hatte mal vor kurzem zufällig auch danach gesucht und ich hatte eins für gleich 25 Euro oder so gefunden. Hier ist eins für 36,99 €. Ich lege es mal in den Einkaufswagen rein. Und jetzt haben wir 3 Sachen im Einkaufswagen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall mal weiter. Vielleicht wären Headset-Ständer ganz nice. So eine Headset-Halterung, vielleicht auch noch mit RGB. Hier haben wir sogar was mit RGB, sieht ganz schick aus, würde ich sagen, kommt auch in den Einkaufswagen. Wir sind jetzt schon bei 109 Euro. Ich würde sagen, da ist noch das ein oder andere drin. Und zwar meinen Gaming-Stuhl habe ich vor, meinem Vater zu schenken, und dann hole ich mir einen neuen Gaming-Stuhl und dann schaue ich mal, was es denn so gibt. Das scheint ganz interessant zu sein. Für nur 110 Euro von GT Player. Nice. Ziemlich günstig. 110 Euro für so einen schicken, bequemen Stuhl. Mache ich mal in den Einkaufswagen. Wir sind jetzt schon bei 220 Euro. Oh mein Gott, ich habe so eine gute Idee. Wie wäre es, wenn ich ab sofort Facecam-Videos mache? Dann brauchen wir aber auf jeden Fall noch eine Kamera. Aber ich habe aktuell keine wirklich gute Kamera. Kamera, PC, Webcam. Ich schau mal, was es denn so gibt. Aber ich will auf jeden Fall was mit guter Qualität haben, damit ich für euch schöne Videos bringen kann. Sowas von Logitech sollte eigentlich ganz gut sein. D920. Ja, hört sich eigentlich ganz gut an. Schau mal, was es sonst noch so gibt. Ich glaube, wir nehmen einfach die von Logitech. Es gibt, glaube ich, noch andere Kameras, aber von Logitech. Ich gebe mal dahinter ein Logitech. Und mal schauen, was es so gibt. Es gibt die Logitech 10920, 10920E, 10930E. Ja, ich würde sagen, wir nehmen einfach die C920 von Logitech. Wird eigentlich hoffentlich eine ziemlich gute Qualität bieten.
Falls nicht, kann man das ja Ganze zurückschicken und dann was Besseres holen. Aber ja, dann würde ich sagen, holen wir uns noch eine Sache. Und zwar würde ich sagen, noch irgendwas für die Wand, weil die Wand ist ja ziemlich kahl. Deshalb würde ich sagen, hole ich mir mal irgendwie 3D-Schaumstoff-Pyramiden. Das sind jetzt 2 Meter, hier 5 Meter. Ich würde schon mal fürs erste 5 Meter nehmen und dann machen wir es in den Einkaufswagen. So, wir haben jetzt 7 Artikel: einmal Schaumstoffpyramide, Kamera, Gamingstuhl, Headsetständer, Monitorhalterung, dann noch so eine Game Over Lampe, LED Stripes. Ja, falls ich irgendwas finde, kann ich es ja noch zusätzliches in den Einkaufswagen machen. Dann werde ich das auf jeden Fall in den nächsten Tagen bestellen. Und falls das Ganze ankommt, werde ich auf jeden Fall noch ein Video dazu machen. Ich nehme euch dann auf jeden Fall noch dazu mit. Falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Liken, abonnieren und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.